Herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Super Meat Boy mit Kishi als Kommentator. Moin! Und wir sind immer noch bei Dr. Features. Bei Dr. Features. Bei Dr. Feature. Feature. Feature Part. Yeah. Kishi, mit Feature Parts kennst du dich doch aus. Ja, ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin das gar nicht ich. Feature Pass kennt sich so ein unbekannter anderer Rapper aus, den ich auch kenne. Aber nicht ich. Okay. Persönlichkeitsstörung, weißt du? Ach so, ja. Ach, fuck! Was? Ich hab's jetzt schon weiter geschafft als im letzten Part. Also im Teil 1 von Teil 24. Läuft bei dir. Ich muss gerade Dr. Fetus bekämpfen, das ist übertrieben schwer. Ist das ein Fötus? Kennst du Dr. Fetus? Keine Ahnung, ob ich den kenne. Super Meat Boy, du hast es gespielt. Bist du behindert in deinem Kopf? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist der Böse. Der immer böse ist. Der im schwarzen Anzug mit dem Zylinder. Ach, der kleine Wichser da. Achso, ja, dann kenne ich den Wichser. Fuck! Ich habe auch gesagt. Ich hasse ihn. Und ich habe im letzten Part viel zu wenig geredet. So etwa gar nicht? Ja, so ungefähr. Ich kann alleine einfach nicht reden. Das ist keine Persönlichkeitsstörung, sondern eine... Wie nennt man denn das? Eine antisoziale Persönlichkeitsstörung? Keine Ahnung. Eine antisoziale, eine anti-antisoziale. Anti-antisoziale. Ja, weil ich ja nicht antisozial bin, sondern anti-antisozial. Ja, doch, kann man so sagen. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt jedenfalls endlich auch meinen Controller. Controller, Entschuldigung. Das heißt natürlich nur Controller. Controller. Ja, Controller. Ich habe schon so eine Idee, wo die Auto herkommt. Ja, woher denn? Von so einem gewissen Freddy. Nein, von so einem gewissen Zombie. Oh, okay. Ausnahmsweise kommt eine richtig dumme Aussprache von dem Wort mal nicht von Freddy. Ja, erstmal Bierchen. Apfelsaft in der Dose. Ja, okay. Ah, lecker. Welche gottverdammten Scheißports muss ich freigeben? Wofür? Für, dass du die TS-Icons downloaden kannst. Ich hab ja meine. Also ich kann alle Icons sehen, aber er hat gerade gesagt, als du auf dem Server drauf bist, dass die Icons hier, das Icon Server Admin Gruppe unbekannt. Nein, das Icon für die Servergruppe unbekannt 0 wurde nicht gefunden. Ach so, verarschtest du mich, ey. Wieso verarscht, Lan? Weil ich keine Gruppe unbekannt darf. Ja, aber steht da. Ja, das ist ein TS-Fehler. Was ist das? Fehler von meiner Einstellung. TS-Fehler. Ah, ja. Du hast dich wieder rausgeredet. Guter IT-System-Elektroniker. Freddy kriegt das auch immer hin. Ja, ich bin aber nicht mal IT-System-Elektroniker. Stimmt, du bist einfach nur Neger-Elektroniker. Ich bin auch kein Elektriker. Ich habe keine Ausbildung in dem. Deshalb sagte ich, du bist Neger-Elektroniker. Ah, ja, okay, doch. I see what you did there. I do see what you did there, but I don't feel comfortable with being a nigger. I do see what you did there? I do see, ja, das geht. Okay. Don't even question me. I'm just a fish. I don't question you, but you're questioning me. I'm just a fish. I don't want you to question me. I'm just a fish. Anata wa. Oh no. Mein Nacken wurde gerade nass. Wieso? Ich hab meine feuchte Aussprache von. Lass das. Bitte. Gehst du bitte ins Bett oder so? Nein. Sag wenigstens Hallo. Ja. Hi. Oh mein Gott, ich glaube, du warst gerade ziemlich laut. Nee, ging. Ging? Okay. Oh Mann, jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Willst du bitte aufhören? Danke. Ich bin mitten im Internet.
Mitten im Internet. Nicht mitten im Let's Play, du bist mitten im Internet. Nee, ich bin mitten im Internet. Was theoretisch richtig ist, weil YouTube wahrscheinlich die zweitmeist aufgerufene Seite der Welt ist. Ja, wahrscheinlich. Ich tippe darauf, dass Google die meist aufgerufenste Seite der Welt ist. Ich glaube Wikipedia. Nee, Wikipedia ist nur die viertmeist aufgerufene. Echt? Ja, haben sie selbst geschrieben. Oh, okay. Die haben nämlich gerade eine Spendensammelaktion. Ah ja, stimmt. Die wollen ja wieder Geld haben. Ja, 7 Millionen nur. Ach, das ist ja nix. Es geht wirklich für eine Seite wie Wikipedia, ist das nicht viel. Ja, das schon. Ich meine, die haben die gleichen Ausgaben wie jede andere große Seite auch. Ich glaube, ich spende denen ein bisschen was. Ich habe auch schon überlegt, aber dann dachte ich mir, nee. Es war so richtig, okay, danke, dass mein Controller gerade nicht funktioniert hat. Es war so richtig assi, ah, er ist auch leer, scheiße. Ach nee, gar nicht wahr, ist voll, habe ich ja über Nacht geladen. Ich hätte gerade deine Freundin unter deinen Tisch oder was raschelt da so? Nein, sie räumt gerade ein bisschen um, glaube ich. Ach so. Ja, Frau, räum auf! Entschuldigung, dafür bin ich gestorben. Oh Gott. Na, wenn sie schon irgendwas feucht machen will, dann soll sie nicht deinen Nacken feucht machen. Fällt mir dazu gerade ein. Ja, ja, ich könnte dazu jetzt was kommentieren, aber ich lasse es mal. Das ist ja ein jugendfreies Let's Play. Immerhin habe ich keine Lust, das Video hier ab 18 stellen zu müssen. Nein, es sind auch nicht ab 18. Schlimm genug, du versaust unsere Jugend. Hoja. Ha ja, schleck mal die Nudel! Dreh dich um und sag es deiner Freundin direkt ins Gesicht. Moment. Ha ja, schleck mal die Nudel. Nein, sie kommt her, oh Gott, sie tut mich. Oh mein Gott! Das klingt nach Nudelflecken. Dir ist klar, dass du im Internet bist, oder? Gar nicht. Okay, sie ist wieder weg. Läuft. Nein, bitte nicht. Hat sie dir gerade einen gekaut oder versucht, dich über einen Kuss zu ersticken? Beides. Nein, eigentlich nur das zweite. Eigentlich nur das erste, meinst du? Oh Mann! Alter, das Level ist so kacke schwierig, ne? Beurteilen. Guck's dir halt an. Guck's dir einfach an. Wie? Bosskampf. Einfach Bosskampf Meat Boy. Ich bin mal Endboss. Der ultimative Boss. Ja. Nope, nope, nope. Nein, jetzt nicht. Ja. Ich bin 2 Stunden lang an vorherigen Levels gescheitert und hab's dann endlich mal geschafft irgendwann. Oh. Mit Aufnahme sogar. Der letzte Part war 40 Minuten lang. Hacker sagt er. Was? Ich schaff das in meine 2-Stunden-Part. Ja, ich denke auch nicht. Entschuldigung, Bier? Der Apfelsaft in der Dose meinst du? Müsste ich mich theoretisch wieder die ganze Zeit auspiepen? Ich brauche einen Beep als PNG. Ein Beep als PNG? Ja, als PNG. Wieso als PNG? Naja, weil das Beep dann durchsichtig ist und man das Video drunter sieht. Und wenn ich jetzt einfach einen Beep auf die Line lege, dann sieht man die, also dann sieht man das Video nicht mehr. Und wenn ich das Beep unter die Line lege, also eine Line drunter, dann müsste es funktionieren. Ich wollte gerade sagen. Weil sonst, also mit was du arbeitest? Mit TMPGENC. Weil als Freddy und ich das letzte Mal gemacht haben, hat das nicht funktioniert. Da hat er das Beep über die Line gelegt. Naja, aber gut, okay, weil mit TMPGENC kenne ich mich da nicht aus. Wenn ich irgendwas zum Auspiepen oder zum Bearbeiten habe, mache ich das in Sony Vegas. Ja, siehst du, ich habe kein Sony Vegas, weil ich das Geld nicht habe. Ich bin ja kein rich YouTube-Nigger wie du. Was? Kein rich YouTube-Nigger. Ach, rich YouTube-Nigger. Ich habe red YouTube-Nigger verstanden und schwarz und rot, ich weiß nicht. Da fehlt nur noch weiß und dann haben wir wieder die Kaiserreichsflagge. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt... Hirn, was tust du? Hirn ist rassistisch. Naja gut, wenn du Nigger sagst, dann muss man damit rechnen. Alter, das ist doch fast unmöglich. Aber ich glaube, ich habe rausgefunden, wie es geht.
Wir nehmen ja erst irgendwie 20 Minuten auf oder so schon. Was, echt? Keine Ahnung, ich hab keine Uhr laufen. Ich auch nicht. Ja, hab ich auch nicht erwartet. Oh, einfach durch aufnehmen. Und ich nehm diesen Part so lange auf, bis ich es geschafft habe und cut ihn einfach. Du cuttest ihn? Ja. Ich hab Portal 2 Part 6 ungeschnitten hochgeladen, 1 Stunde 55. Ja, aber das guckt sich niemand an und ich will ja auch irgendwie unterhaltsam bleiben. Hey, mein Part wurde ein paar Mal angeguckt, ich weiß noch nicht wie oft. Du bist ja... wahrscheinlich. Ja, siehst du, meine normalen Parts werden schon nur dreimal angeguckt. Das heißt, rechne mal deine Abonnenten durch meine Abonnenten, dann hast du die durchschnittliche Zuschauerzahl und dann rechnest du von deinem Video das auf mein Video um. Ja, doch, ich habe schon eine schlechte Aufrufquote. Ja, und ich habe eine bessere eigentlich, aber... Oh, ich habe 92 Aufrufe auf Portal 2 Part 6. Okay. Ich guck auch extrem. Ich hab keine zu Ende angeguckt. Kannst ja nachgucken in Analytics. Fuck! Analytics, wo sind die denn überhaupt? Ich verbringe da inzwischen so wenig Zeit drin wie sonst eigentlich auch immer. Oh, okay. Ich überhaupt nicht weiß, was ich damit mal anfangen soll, Alter. Ich hab vergessen, wie man nachgucken kann, weswegen man Abonnenten verloren hat. Irgendwie konnte man ja nachgucken, ob das wegen Kanalschließung war oder sowas. Ah ja, stimmt, das scheint irgendwo mit dabei, glaube ich. Fuck. Ich habe nämlich im letzten Monat 2 dazugekriegt und 1 verloren. Ich bin jetzt wieder auf 34. Übrigens, danke an die Leute, die mich abonniert haben. Herz. Ich bin auf, was bin ich? 1101, glaube ich, gerade. Hab YouTube leider nicht nebenbei geöffnet. Sonst natürlich immer, aber jetzt gerade nicht. Bei meinem Portal-Bericht kann ich, Portal-Bericht zum Portal-Let's Play kann ich gar nicht gucken. Wieso nicht? Zu einer Zeit hochgeladen worden, wo das ganze System noch gar nicht da war. Oh. Und inzwischen wird es nicht mehr geguckt. Oh. Oh. Life is life, na 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 na. Na 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 na. Life is life. Na 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 na. Ohrwurm! Ja. Na 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 life. Na 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 life. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jetzt weiß ich, wie ich den Part nennen werde. Jetzt weiß ich, wie ich den Part nennen werde. Na 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 na. Ich muss mal reingucken, um überhaupt zu wissen, was du mal. Ob, na, manche Leute vielleicht wissen schon vorher. Naja, wenn ich vielleicht vorher noch Life is Life hinschreibe. Ansonsten kann man aus na 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 einfach nichts machen. Also. Na 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 na. Ja genau, na 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 na. So in genau der gleichen mit Betonung. Na 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 na. Das kann man nicht wissen, ohne das Video geguckt zu haben. Ja, Neugier wecken, ja, Psychologie. Alter, egal was du für Titel machst, wenn du nicht irgendwie auf der Startseite erscheinst, bist du richtig gefickt, weil dich einfach niemand sucht. Du musst Titten als Titel machen. Titten gibt's zu viel. Wenn schon, musst du irgendwas Selteneres nehmen. Nein, das sage ich jetzt nicht. Doch, doch, erzähl ruhig. Minderjährige Titten. Siehst du, das ist ein Thema, worüber man nicht reden darf. Ja. Ich bin zwar politisch unkorrekt, aber nicht so unkorrekt. Ja. Frag mich neulich, ein paar Bekannte von mir wissen durchaus, dass ich YouTube betreibe, aber es wissen halt nur irgendwie 3 Personen, die nicht mit mir aufnehmen, wie ich bei YouTube heiße und sowas. Und, oh. Ich will das nicht, ne? Okay, dann. Okay. Und das ist mir bei den Personen schon nicht recht eigentlich. Aber die anderen wissen es halt auch irgendwie, dass ich was mit YouTube mache und mit Sprachaufnahmen, weil ich halt, ein Mic zu Hause rumstehen hab. Und du bist Rapper. Bekannte das auch nutzen? Nein, dann würden sie auch fragen, wie ich da heiße. Ich hab einfach nur gesagt, ich mach Stimmaufnahmen. Mehr weiß niemand so. Und dann meinte ein Bekannter von mir halt, ja, was machst du mit deinem Mikrofon? Ich sag, Stimmaufnahmen. Und er sagt, ja, und dann? Ich sag, dann lade ich das auf YouTube hoch. Und er sagt, ja, wie heißt du denn da? Erzähl doch mal, das würde mich mal interessieren. Ich sag, nein. Na, wie heißt du denn da? Nein. Einfach nein, weil das einfach niemandem was angeht. Okay, du stellst die öffentlich ins Netz, aber... Du sagst es deinen Bekannten nicht, obwohl ja. Die öffentlich sind. Ja. Okay.
kann ich verstehen. Kann man machen. Für die Bekannten wäre es auch zu politisch unkorrekt. Ernsthaft? Das ist ja. Bekannte. Ah, okay. Warte, das konnte man verstehen. Dann sage ich jetzt, Moment, das piepe ich raus. Nein. Und dann sage ich jetzt Larsen. Ah, Insider. Oh, Justin Insider, like a boss. Like a boss. Hey, yo. Check's up, the guy. Ich bestelle mir übrigens nächste Woche. Für die Leute, die das Video gucken. Diese Woche, also nächste Woche. Bestellst du dir 5 Kilo Gras? Nein, nee, die habe ich zu Hause rumliegen. Ach so, okay. Like a boss. Müsste man eigentlich mal machen, so ein letztes... Ja! Jesus! Plötzlich bin ich taub. Ein Let's Play Stoned oder was? Ja, müsste man eigentlich mal machen. Oder es lassen. Alter, wie schwierig das ist. Ich bin schon wieder gestorben. Aber ich bin weiter gewesen als jemals zuvor. Immerhin. Alter, so eine schwierige Hurensache. Ernsthaft, hast du das Level inzwischen mal angeguckt? Tu dir mal den Gefallen und mach einfach mal ein Video bei YouTube auf und mach das stumm. Super. Am besten eins, der es in einem Run macht. Wie heißt das? Bosskampf einfach. Dr. Fetus Bosskampf. Dr. Fetus Boss Fight. Let's see. Stumm. An error code. Please try again later. Ja, das habe ich auch so oft, Alter. Ich habe mir gerade erstmal schön Buddy und Terry reingezogen. Was denn? Bud Spencer, Terence Hill. Habe ich schon mal gehört von. Was ist das? Die besten Filme aller Zeiten. Ich habe das Gefühl, ich sollte die mal gucken. Du kannst Bud Spencer und Terence Hill nicht raus! Da ist die Tür! Ich weiß. Ich bin zu fett, um durchzugehen. Okay. Wie kann man Bud Spencer und Terence... geht sofort alle auf seinen Kanal und hatet ihn. Ich hab 3 Abonnenten weniger. 3, so höchstens. Ja, es sind immerhin 3. Ist das mit diesem komischen Kettensägen-Ding da, dieses Level? Du meinst das, was hinter dir herfährt und das, was vor dir herfährt und das, was überall ist? Warte mal. Hinter dir ist auch... Oh, da hinter dir ist auch noch eins. Ja. Geil. Oh ja. Oh ja, schleck mal die Nudel. Kommt plötzlich deine Freundin ins Zimmer? Die sitzt praktisch neben mir. Oh. Warum kommt sie dem dann nicht nach? Ja, ich weiß, dass du alles hören, was ich da für einen sinnvollen Schund laber. Hört man sie? Ja, ein bisschen, aber ich habe leider nicht alles verstanden. Ja, das ist ganz gut so. Okay. Sie ist gerade sehr beleidigend zu mir. Fuck. Das hören die Leute jetzt übrigens nicht, wenn du so leider redest. Leider resist. Leider resist, habe ich gesagt. Und dich hört sie übrigens auch nicht. Oh. Dann sag ich, sie soll lauter reden. Habe ich jetzt eigentlich schon erzählt, dass ich mir nächste Woche das, Behring T1000 irgendwas kaufe? Nee, glaube nicht. Das Mischpult. Ach so, das Mischpult-Ding, ja genau. Das Mischpult-Ding. Fuck. Dingstar. Dingstar, weißt du? Dingstar. Weißt du, Lan? Ach, der. Das klebe ich mir dann einfach an die Wand. Weil ich auf meinem Schreibtisch überhaupt keinen Platz dafür habe. Das ist gerade so bildlich, so eine Klebeband. Ja, kann man doch machen. Ich werde es eher professionell machen mit Schrauben, aber okay. Nee, gibt's gar nicht. Gibt keine Schrauben. Ja, danke, Handy. Bitte. Moment, du bist Gärtner, du kannst gar keine Schrauben bedienen. Klar, Alter, ich bin, Du kannst Pflanzen bedienen, du kannst eine Pflanze wachsen lassen, die dann das Mischpult an die Wand fest pflanzt. Digga, ich bin praktisch ein Pole. Okay. Also, ich lasse mein Auto nicht unabgesperrt in deiner Nähe stehen. Das ist wahrscheinlich besser so. Fuck it! Ja, doch, bei meinem Auto ist recht. Naja.
Du weißt doch, er fuhr fort und kam nie wieder. Ja, genau. Treffend. Ich hab mir dein Dashcam-Video noch nicht reingezogen. Shit! Was? Dein Dashcam-Video. Ach so, ja, stimmt. Ich hatte auch überlegt, mir eine Dashcam zu kaufen für nächstes Jahr, dann, wenn ich dann Landreise und so mache, aber dann habe ich überlegt, ich hole mir eine GoPro. Warum eine GoPro? Eine GoPro hat bessere Auflösung. Ja, aber die in einem Auto anzubringen? Ich bin Pole, wie gesagt. Nein, halber Pole, wie gesagt. Ich kann das. Du schraubst einfach irgendwie an deinem Auto rum, solange es funktioniert und hält. Und wenn nicht, dann bringe ich das Auto zu meiner Arbeit. Da haben wir einen professionellen Polen. Der ist gelernter Pole. Also, ich habe das bestimmt schon mal erklärt, aber ihr kennt das bestimmt nicht. Also, in Deutschland gibt es Ausbildungsberufe wie Gärtner, Handwerker, Schreiner. Und dann gibt es, in Polen, da gibt es einen Ausbildungsberuf, der heißt Pole. Der kann alles. Nichts komplett richtig, aber an sich kann der alles. Fuck. Ja, ich glaube, ich mache mal aus dem Polen. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Krieg schnell. Meinst du? Meine ich. Hast du Ahnung von Autos, von Motoren, von Pflanzen, von Schneiden, von Treckerfahren, von Kreissägen wieder in Gang bringen? Von Schreinerhandwerk, von Mauern, von... Ich glaube, Polen können kein IT. Ich glaube, das ist das Einzige, was Polen nicht können. Also so der standardgelernte Pole. Der Haupt, also den ich kann, können Polen normalerweise nicht, oder wie? Ja, genau. Oh, okay. Du bist IT-Pole. Also ich bin Russe. Wieso das denn? Wodka, Wodka! Das war rassistisch. Ein bisschen. Minimal. Du weißt, dass die meisten Russen, die meisten Hacks von Russen sind und so? Nein, ich hab keine Ahnung. Jetzt weißt du Bescheid, aber gut, bis auf, na, du musst es ja nicht wissen. Also sind das alles Wodka-Wodka-Hacks? Genau. Ich würde mich, bitte, mach ein Virus oder programmier ein Programm, das einem einfach nur die Nachricht Wodka-Wodka immer und immer wieder... Anzeigt? Ja. Fuck. Ununterbrochen? Ja. Yeah. Also so immer wieder aufblinkend, immer und immer wieder, als der Bildschirm immer voller wird. Dass es immer mehr wird? Ja. Diesen Nachrichten? Ja. Sollen wir noch hinterherkommen können mit dem Schließen oder nicht? Naja, man muss es irgendwie wieder ausschalten können. Wäre schon scheiße, wenn man es nicht mehr ausschalten kann. Weil dann würde ich mir meinen Computer kaputt machen. Ach, ich mache erstmal eine Light-Version davon. Eine Light-Version? Ja. Ach, du meinst sowas wie Windows 8? Und dann kam Windows 8.1. Windows 8 ist eine Light-Version. Windows 8.1 ist Vollversion. Oh Mann, ja. Lass mal richtig assi sein. Ah, scheiße, ich muss mir Zero 2 immer wieder auf dem neuen raufhauen. Ja, ja. Das habe ich nur auf dem alten. Ich habe einer Freundin das erstmal Freitag erklärt, was das ist. Also sie meinte so, was ist das da? Ich sag zu ihr, das ist von Kirschi. Und dann musste ich ihr erklären, was ein Original Kirschi ist. Das kann man erklären? Ja. Man kann mich in Worte fassen? Ja, man kann ein Original Kirschi in Worte fassen. Was? Hm. Fuck, fuck, fuck. Fit. Scheiße, ich guck zu viel PewDiePie. Ich zum Glück nicht. Und Jacksepticeye. Ich zum Glück nicht. Ach fuck, warte mal, ich muss das Mikrofon mal nachstellen. Mir ist mal aufgefallen, dass dieser Millennium-Arm wirklich nicht gut ist. Wann wollen wir eigentlich Mutant Factions spielen? Was ist der Mutant Factions? Der Nachfolger von Sabbein, wo ich euch das beide fertig gemacht habe. Ja, uns beide, du killst. Ah, nein, du skillst. Weiß nicht, sobald ich Internet hab. Wie groß ist denn das? Das ist nicht groß. Das ist ein kleines Spiel. Also kann ich das auch ohne Internet runterladen? Ja, ich denke schon. Das wäre sexy. Oh, ja, so geil. No, schleck mal. Ja, was soll die Textnummer sagen? Wodka, Wodka. Okay.
Am besten noch mit irgendeiner richtig abgefuckten russischen Stimme. Wodka, Wodka.